Felsen an Pokémon mit den Typen Wasser und Boden existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Schmerbe. Velsa ist ein marienblaues, welsartiges Pokémon. Seine Lippen, seine Schwanzflosse und seine Rückenflosse sind hellblau, wobei letztere noch zusätzlich mit drei schwarzen Punkten geschmückt ist. Des Weiteren besitzt es zwei lange gelbe Barthaare sowie eine gelbe Färbung auf der Stirn, welche dem Buchstaben W ähnelt. Auch seine Unterseite ist gelb gefärbt. Und in der Shiny-Form sind Barthaare, Bauchseite und das Muster auf der Stirn in einem zart roten Ton zu sehen. Velsa ist ein langsames, jedoch relativ robustes Pokémon. Nähern sich Feinde zappelt es so stark, dass es Erdbeben mit 5 Kilometern Reichweite auslöst. Kommen sie ihm jedoch zu nahe, so setzt es hauptsächlich Spezialattacken ein und greift sie mit Matsch an, indem es die Wasserattacke Lehmbrühe oder die Bodenattacke Lehmschelle einsetzt. Das Barthaar-Pokémon ist außerdem in der Lage, Gegner mit kräftigen Aquawellen zu schaden. Es beherrscht ebenfalls physische Attacken und ist dazu fähig, durch den Einsatz von Nassschreif mit seiner Schwanzflosse kräftig zuzuschlagen oder den Feind mit der K.O.-Attacke Geofissur in eine Erdspalte zu werfen. Velsa besitzt die Fähigkeit Dösigkeit, die verhindert, dass es in einen Anziehungsstatus verfällt. Andere Velsa nutzen ihre Vorahnung, die sie vor sehr effektiven Attacken oder K.O.-Attacken warnt. Seltenere Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Hydration, die es ihnen ermöglicht, sich im Regen von Statusproblemen zu heilen. Velsa lebt alleine in Teichen oder Sümpfen. Da es nachtaktiv ist, geht es bei Anbruch der Dunkelheit auf Beutejagd, indem es im Schlamm verharrt, dort auf potenzielle Beute wartet und diese anschließend mitsamt des Schlamms, die es umgibt, verschluckt. Da es nur schlecht sehen kann, nutzt es seine Barthaare, mit welchen es Schwingungen im Wasser spürt, um sich zurechtzufinden und seine Beute zu erkennen. Tagsüber schläft es. Nähert sich ein Feind, so schlägt Velsa wild um sich herum und erzeugt so ein Erdbeben, welches einen Radius von 5 Kilometern erreichen kann und sein Revier schützt. Es hat außerdem auch die Fähigkeit entwickelt, Erdbeben, die nicht von ihm selbst kommen, vorherzusagen. Man sagt, Menschen können kommende Beben durch einen Schwarm über Wasser springender Velsa voraussehen. Dabei ist Velsa der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe, entwickelt sich auf Level 30 aus Schmerbe. Das Pokémon basiert vermutlich auf Velsen. Die Entwicklung symbolisiert wahrscheinlich das Aufwachsen eines kleinen Fischs zu einem großen, starken. Hierbei erinnert Schmerbe an einen Froschwels, welcher mit seinen bis zu 50 cm Länge zu den durchschnittlich kleineren Welsarten zählt. Es ist unauffällig grau gefärbt und der Körper ist schlank und länglich. Bei der Entwicklung gewinnt das Pokémon deutlich an Masse. Die Haut färbt sich in einem kräftigen Blau und im Gesicht wachsen zwei lange gelbe Barthaare. Velsa basiert hierbei vermutlich auf einem Onamatsu, welcher in der japanischen Mythologie als gigantischer Fisch gilt und sogar dazu fähig ist, Erdbeben zu verursachen. Und mit seiner Typenkombination ist es immun gegen Elektroattacken, nimmt halben Schaden gegen Gift, Gestein, Stahl und Feuerattacken, vielfachen Schaden gegen Pflanzenattacken und der Rest macht normalen Schaden.